Also mein Roman ist jetzt nicht so eindeutig zu klassifizieren als Liebesroman oder als Krimi oder als Drama. Ich denke, er hat von mehreren Seiten etwas. Ich möchte heute einen kleinen Teilaspekt nur beleuchten. Es geht dabei um eine Person, die einfach verschwindet und man weiß nicht warum. Das hat natürlich etwas Rätselhaftes, vielleicht deutet das in Richtung eines Krimis, aber es geht hauptsächlich um die Wirkung auf andere Menschen, die diese Unerklärlichkeit ausmacht. Zunächst eine kleine Übersicht. Es geht um drei Personen, im Wesentlichen um einen älteren Mann namens Hans, und der lebt schon lange zusammen mit Sarita und deren erwachsener Tochter Elena. Sarita stammt ursprünglich aus Rumänien und fährt mit einem Reisebus zur Beerdigung ihrer Mutter in ihre alte Heimat. Von dieser Reise kehrt sie nicht zurück. Wenn ein Mensch verschwindet, sucht man nach einer Erklärung. Ich möchte jetzt zuerst mal einen Blick auf die offizielle Suche nach Sarita werfen. Also jetzt lese ich aus dem Buch vor. Als Sarita überfällig geworden war, hatten die ersten Anrufe bei Verwandten in Rumänien den Eindruck erweckt, dass dort verschwundene Personen meistens mit großem Aufwand gesucht wurden. Saritas Schwester hatte die Polizei informiert und schon wenige Tage später hingen Plakate, dass Sarita vermisst wurde, in mehreren Supermärkten. Es bestand auch noch die Möglichkeit, mithilfe des Fernsehens nach ihr zu suchen. Die Polizei beurteilte die Aussichten jedoch skeptisch, weil Sarita nach langer Abwesenheit in der Heimat nur noch wenigen bekannt war. Hans wurde unruhig, weil die Suche in Rumänien ohne Fortschritte blieb. Sarita war gut 3 Wochen überfällig. Er wollte jetzt Sarita auch noch als vermisst melden, hier in Deutschland. Auf dem Polizeirevier musste Hans eine Weile warten, bis ein Beamter Zeit für ihn fand. Aufmerksam hörte sich Herr Eckerle, so hieß der Polizist, seine Geschichte an. Er erwähnte, dass Sarita als erwachsene Frau nicht verpflichtet sei, sich abzumelden oder ihren neuen Aufenthaltsort bekannt zu geben. Es gab seiner Ansicht nach auch keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Weil Hans erst jetzt die Polizei in Deutschland um Hilfe bat, schien er die Liebe zwischen Hans und Sarita skeptisch zu bewerten und bezeichnete ihren Rückzug als möglich. Wenn eine Frau ging, Partner und Tochter verließ, ohne Streit, ohne Vorwürfe, ohne Erklärung, Hans empfand das als seltsam. Wenn sie auch noch den Großteil ihrer Kleidung zurückließ, war das schon ein Grund, sich Sorgen zu machen. Herr Eckerle wiegte nachdenklich den Kopf. Eine rumänische Staatsbürgerin mit letztem bekanntem Aufenthalt in Rumänien. Dafür war die deutsche Polizei nicht zuständig. Weil Sarita ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland hatte, nahm Herr Eckerle die Vermisstenanzeige aber dennoch auf. Er erklärte, dass das Bundeskriminalamt ein Netz von Mitarbeitern in vielen Ländern unterhielt. Diese Leute besaßen keine Amtsgewalt im Ausland,
Sie arbeiteten aber mit den Behörden vor Ort zusammen. Vielleicht sah der Verbindungsbeamte des Bundeskriminalamts in Rumänien eine Möglichkeit, den Verbleib von Sarita durch die rumänische Polizei erkunden zu lassen. Optimistisch wirkte Herr Eckerle nicht. Von Rumänien war kaum Hilfe zu erwarten. Die schlechte Bezahlung der Kollegen dort schlug durch auf ihre Motivation. Hans wurde hellhörig. Sollte er vielleicht eine Belohnung für Hinweise aussetzen? Herr Eckerle winkte ab. Es gab nach seiner Erfahrung Leute, die sich Hinweise ausdachten und dafür Geld forderten. Beim Stichwort Geld hielt Herr Eckerle kurz inne. Er wollte wissen, wie viel Bargeld Sarita mitgenommen hatte und ob sie Kreditkarten besaß. Ohne Geld kann man kein neues Leben anfangen, das sagte ihm seine polizeiliche Erfahrung. Hans konnte zum Bargeld nichts sagen, Saritas Handtasche war für ihn tabu. Sie hatte ihr eigenes Konto mit Kreditkarte. Mit Dauerauftrag überwies ihr Hans jeden Monat Geld, das sie für sich und den gemeinsamen Haushalt ausgeben konnte. Ein Blick auf die Kontobewegungen würde nicht nur zeigen, wann welcher Betrag ausgezahlt wurde, sondern auch wo. Hans kannte das Passwort. Er war also in der Lage, das Konto einzusehen. Herr Eckerle strahlte und bat um Nachricht, soweit die vermissten Sache dadurch erhellt wurde. Hans gab seine Telefonnummer, seine Mailadresse bekannt, damit man ihn erreichen konnte, und verabschiedete sich. Daheim ging er gleich auf die Webseite der Bank und öffnete Saritas Konto. Sofort fielen in zwei Abhebungen aus, jeweils große Beträge. Die Termine lagen kurz nach Saritas Ankunft in Rumänien. Der Ort war eine Bank ganz nahe dem Heimatort Saritas. Danach erfolgten keine Abhebungen mehr. Das Konto war fast leergeräumt. Er informierte Herrn Eckerle telefonisch. Dieser ergänzte die Vermisstenanzeige um diese Angaben und meinte, der Fall erscheine jetzt in einem anderen Licht. Hans glaubte, aus seinem Tonfall Mitleid zu hören. Als Elena am Abend von der Arbeit kam, berichtete Hans ihr über die neuen Erkenntnisse. Sie erinnerte sich, dass ihre Mutter früher des Öfteren von Monaten verschwunden war, um dann mit neuem Lauer wieder aufzutauchen. Eine Suche nach ihr konnte, sogar im Fall des Erfolgs, für Hans schmerzhaft enden. Sie versuchte vorsichtig, diese für Hans unbekannte Seite von Sarita zu beschreiben. Du redest jetzt nicht über die Frau, mit der ich 10 Jahre vertrauensvoll zusammengelebt habe, die sich mit innigem Kuss und warmem Lächeln von mir verabschiedet hat, die nach spätestens 2 Wochen zurück sein wollte. Hans war außer sich. Elena spürte, dass er sein Bild von Sarita nicht so schnell ändern konnte. Sein Vertrauen zu ihr war in den zurückliegenden Jahren zu einem Felsen gewachsen, den ein paar Geldabhebungen und Geschichten über ihr früheres Leben nicht erschüttern konnten. Er würde weiter nach ihr suchen, auch wenn das den Felsen sprengen würde. Auch Elenas Bild von Sarita war teilweise recht positiv. Mit Respekt bewertete sie, dass Sarita in dem Jahr mit Hans eine große Konstanz bewiesen hatte. Keine Affären, keine Eskapaden. Von der etwas zu schrillen Kleidung einmal abgesehen, hatte Sarita die biedere Hausfrau gespielt.
Rezepte gesammelt, Hans zu offiziellen Anlässen begleitet. Wenn sie früher auf ihren Ego-Trips für Monate kein Geld geschickt hatte, musste Oma Gemüse aus dem kleinen Hautgarten auf den Markt verkaufen, damit sie das Nötigste zum Leben hatten. Genug Armut hatte Elena als Kind erlebt, ohne dabei Bitterkeit zu spüren. Erst das gute Leben bei Hans öffnete ihre Augen für die Unterschiede. Wenn Hans über Armut sprach, musste Elena lachen. Er kam ihr vor wie ein katholischer Pfarrer, der über die Ehe redete. Angeblich stammte er aus einfachen Verhältnissen, aber sie war sicher, er hatte noch nie in einen leeren Kühlschrank geschaut, auch nicht als Kind. Ihr fester Vorsatz war, Armut zu vermeiden. Sie hatte eine abgeschlossene Ausbildung und Arbeit und damit bessere Voraussetzungen als ihre Mutter. Jetzt, da Elena für sich selbst sorgen konnte und Oma nicht mehr lebte, fühlte Sarita vielleicht keine Verpflichtungen mehr und wagte, ihre bürgerliche Rolle bei Hans zu beenden. Motive, ein abgesichertes Leben mit einem unkomplizierten Mann aufzugeben, konnte sich Elena nicht vorstellen. Aber auch die Kurswechsel ihrer Mutter in früheren Jahren zu erklären, fiel ihr schwer. Sobald das tiefe Vertrauen von Hans zu Sarita in Wut und Enttäuschung umschlagen würde, entstand die Gefahr einer Überreaktion, bei der sich der Zorn von Hans auch gegen sie wenden konnte. Wichtiger schien ihr jetzt eine mitfühlende und verständnisvolle Haltung. Sie musste ihm auf diesem schweren Weg beistehen. Weitere Geschichten über den früheren wilden Lebenswandel von Sarita halfen jetzt nicht weiter. Jetzt möchte ich noch etwas aus der Suche nach einer Erklärung vorlesen. Das erste war also die Geschichte, wie die offizielle Suche gegangen ist. Und die andere ist ja die Suche, die man sich selber beantworten muss mit irgendeiner Erklärung. Elena schlug vor, noch 2 Wochen zu warten. Dann war ein Vierteljahr seit Saritas Verschwinden verstrichen. Es klang verrückt, aber es hätte Hans geholfen, wenn Sarita ihm eine Szene gemacht hätte, ihn beleidigt hätte und wütend davongegangen wäre. Dann wäre klar, es war aus, sie hatte mit ihm gebrochen. Er könnte traurig sein, enttäuscht, wütend, voller Vorwürfe und Selbstvorwürfe, aber er könnte etwas tun. So ging er herum. Als Planer, Macher, Gestalter, Organisator hatte er viel Erfahrung, weniger im Warten. In den vergangenen Wochen hatte er sich gefragt, ob er ein Zeichen des Zerfalls seiner Lebensgemeinschaft übersehen hatte. Er hatte sich glücklich gefühlt. Aber war das auch das Empfinden Saritas gewesen? Sie hatte bei allen gesellschaftlichen Auftritten entspannt gewirkt, ob sie Gäste hatten oder zu Besuch bei Freunden waren. Im Jahrgangstreffen in der Heimatstadt hatte er noch mit ihr angegeben, beneidet hatten ihn die alten Kameraden. Sarita hatte mit ihm gelacht und war stolz, sein Schmuckstück zu spielen. Natürlich gab es auch kleine Abnutzungserscheinungen nach all den Jahren. Vieles wurde zur Routine. Partnerschaft war keine Dauerbegeisterung. Sie hatten nicht mehr so viel Sex wie am Anfang, aber auch keinen Streit. Sarita hatte Talent zur Anpassung,
Dadurch blieb ihr eigenes Wesen fast unsichtbar. War er zu dominant gewesen? In einer Zeitschrift hat er den Begriff Ghosting gelesen. Darunter verstand man den Abbruch einer Beziehung ohne eine Ankündigung. Der Verlassene fühlte sich, als hätte er nur ein Gespenst gesehen, das sich in Luft auflöste. Es war eine Sache, den Kontakt nach den ersten Dates abzubrechen, wenn man das Interesse verloren hatte. Doch was, wenn sich jemand erst nach vielen Jahren kommentarlos aus dem Staub machte? Unter den vielen Methoden, sich von einem geliebten Menschen zu trennen, war Ghosting zweifellos eine der erbärmlichsten. Kein klärendes Gespräch, kein Anruf, kein Abschiedsbrief. Der Verlassene ahnte zunächst nichts. Erst allmählich kam der Verdacht, dass etwas nicht stimmte. In modernen Zeiten war diese Form der Trennung nicht so selten, wie er annahm. Wie konnte sie mir das antun? Kann sie mir nicht wenigstens schreiben oder anrufen? Hans fühlte sich gedemütigt beim Gedanken, Sarita wäre ein Ghost. Er hatte ihr vertraut, sie zu gesellschaftlichen Anlässen als seine Lebensgefährtin mitgenommen, mit ihr harmonisch zusammengelebt, ihre Tochter als quasi Stiefvater betreut. Es war nicht seine Art, in zwischenmenschlichen Bilanzen zu erstellen. Trotzdem wäre ein Hauch von Dankbarkeit angebracht gewesen. Wäre er noch nicht einmal eine Erklärung wert. Freilich, ein Abschiedsgespräch wäre nicht einfach gewesen. Und Sarita war sicher klar, dass er kämpfen würde, nicht so schnell resignieren nach all den guten Jahren mit ihr. Für sie muss die Bekanntgabe einer Trennungsabsicht sehr viel Mut erfordern. Gegenwind auszuhalten, zählte nicht zu ihren Stärken. Konnte die Frau, die er so gut zu kennen glaubte, feige sein? Er hielt dies für ausgeschlossen. Angenommen, du hast recht und Sarita kommt nicht zurück zu uns. Ich hätte mir ein letztes Gespräch mit ihr gewünscht. Hans wich da mit Elenas Frage aus, wie lange er noch warten wollte. Hättest du ihre Vergangenheit angesprochen? Sie beobachtete ihn aufmerksam. Nach einer Weile antwortete er, ein Gespräch über Trennung wäre schon früher genug gewesen. Für mich spielt ihre Vergangenheit keine Rolle. Sie hat mich liebevoll behandelt. Ich habe nicht nur Sex mit ihr verbunden, tröstete Elena. Du hast ihr viel geboten. Sie hat sich wohlgefühlt als Lebenspartnerin eines geachteten Mannes. Der Ruhestand wird den Kreis deiner Bekannten allmählich verkleinern. Trotzdem hätte sie den Rahmen zur Selbstdarstellung gehabt, den sie immer so liebte. Was immer sie bewegte, dich zu verlassen, es hatte nichts mit Vernunft zu tun. Hans erinnerte sich an eine Diskussion mit den Kollegen. Einige vertraten die Ansicht, das Leben sei ein Schauspiel. Wir suchen ständig nach Rollen, in denen wir mehr zu sein scheinen, als wir sind. Jeder trägt eine Maske und lässt sich manipulieren von den Erwartungen der Gesellschaft. Da war etwas Wahres dran, musste Hans zugeben. Er genoss die Bekleidung Sarita sehr, sie war sein Schmuckstück. Es ging jedoch nicht nur um ein Theater im Bekanntenkreis. Die Rolle des Geliebten einer ungewöhnlich schönen Frau schmeichelte schon so lange seinem Selbstwertgefühl, dass er sich nicht mehr als Schauspieler fühlte.
möchte jetzt noch einen letzten kleinen Absatz lesen aus dem Buch, in dem es um die seelischen Folgen des Verlusts geht. Also zu diesem Zeitpunkt ist eigentlich schon klar, dass er den Verlust als endgültig betrachtet. Bei den Wanderungen fiel Hans durch Schweigen auf. Man wusste vom Verschwinden seiner Lebensgefährtin und ließ ihn in Ruhe trauern. Die Wege führten entlang an Wiesen, Wäldern und Weinbergen, an landschaftlich besonders schönen Stellen legte man eine Rast ein und genoss die Aussicht. In Gedanken versunken glaubte Hans einmal Sarita zu sehen. Sie stand auf der gegenüberliegenden Seite eines Tales, trug das rote Kleid, in dem er sie stets als besonders attraktiv empfand, und sah zu ihm herüber. Trotz der großen Entfernung glaubte er, sie lächeln zu sehen. Wie gebannt hing sein Blick an ihr. Er versuchte rasch das Tal zu queren, nur kurz verlor er sie aus den Augen, dann war sie verschwunden. Hatte er sich die Erscheinung eingebildet? Die Wanderkameraden mussten ihn beruhigen. Sie hatten nichts gesehen und hielten seine Wahrnehmung für einen Tagtraum.